Kurze und knackige Frage kommt danach von Günther. Hm? Wie nachhaltig ist dieser Rohstoff-Hype aktuell? War nicht heute der höchste Goldpreis ever, ever, 2000 Dollar Marke? Ja. Knackt? Günther? Wie nachhaltig ist er? Glaskugel, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Deshalb breit diversifiziert und fertig. Aber im Allgemeinen ist es ja so, wenn schon alle vom Hype reden, dann ist da für uns Investoren auch nichts mehr zu gewinnen. Es ist ja eigentlich traditionell immer so, man muss sich die Anlageklasse raussuchen, die eben überall als mausetot beschrieben wird. Denn dann bist du wirklich antizyklisch unterwegs und dann fällt es auch schwer, da einzusteigen. Aber was ich nun sagen kann, bin ja nun seit 1999 dabei. Es war immer so, immer irgendwas läuft wahnsinnig gut, da wollen alle rein und dann gucken sie voller Verachtung auf irgendeine Anlageklasse, die daneben, da niederliegt, die wird dann eben als tot beschrieben und kaum 5 Jahre später hat sich das Verhältnis umgedreht. Also, ich weiß es nicht und das ist ja auch das Schöne, es interessiert mich auch nicht, ich kann es ja sowieso nicht ändern und ich bin einfach breit aufgestellt und mein Ziel ist ja nach wie vor nicht arm sterben.